Aber die Straße hatte bitte wechseln, Parallelstraße nehmen. Gegen 11 Uhr gingen vermehrt Anrufe in die Leitstelle der Feuerwehr Köln ein, die schilderten, dass in einem siebengeschossigen Gebäude Rauch aus dem 6., 5. und 4. Obergeschoss gekommen ist. Sofort wurde bei der Feuerwehr Köln gemäß Dachstuhlbrand das nach dem Stichwort Feuer 2 eröffnet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Situation so dar, dass erstmal eine Klarheit über die Lage geschafft werden musste, ob es sich um einen Dachstuhlbrand handelt oder nicht. Auf Anfahrt wurden bereits Spezialkräfte nachgefordert für die Schaumkomponenten, um bei einem eventuellen Dachstuhlbrand eben schnellstmöglich Hilfe leisten zu können. Wir haben im Verlauf des Einsatzes festgestellt, dass es sich nicht um einen Dachstuhlbrand handelte, sondern um einen ausgedehnten Wohnungsbrand im 4. Obergeschoss und konnten nachher auch aus der Dachgeschosswohnung eine Person aufgrund der Verrauchung, die sich durch den Treppenraum in die oberen Geschosse gezogen hat, über die Drehleiter retten. Bei Eintreffen war die Situation so, dass bereits ein Einsatzmittel von uns vor Ort war, die Drehleiter und schnellstmöglich die anderen Fahrzeuge nachgekommen sind. Die Verrauchung kam aus dem Dachgeschossfenster, das heißt nicht aus der Brandgeschosswohnung selbst, sodass wir zunächst erstmal von dem gemeldeten Dachstuhlbrand weiter ausgehen konnten und umgehend Erkundungsmaßnahmen durchgeführt haben. Zu diesem Zeitpunkt war bereits keine Person mehr in dem Brandobjekt drin und auch keine Person mehr in der Brandgeschosswohnung. Wir haben eine Person aus der Brandwohnung selber bereits unten angetroffen und einen Rettungsdienst zur medizinischen Betreuung übergeben. Tatsächlich ist das ein Standardszenario, was wir auch in unserem Brandschutzbedarfsplan beüben und tagtäglich auch auf den Feuer- und Rettungswachen beüben. Aber jeder Einsatz hat seine Besonderheiten, so auch hier, dass wir herausfinden mussten, in welchem Geschoss das Brandereignis tatsächlich war. Wir werden jetzt noch Nachlöscharbeiten durchführen, unsere Einsatzmittel wieder einsatzbereit machen und nachher mit der Polizei zusammen die Wohnung begehen und überprüfen, welche Wohnungen in dem Brandobjekt selber noch bewohnbar sind und welche nicht. Und ansonsten wird der betroffene Patient vom Rettungsdienst ans Krankenhaus übergeben und dort weiter behandelt. Thank you.
Hey,